Der war seit 40 Jahren bei mir und jetzt arbeitet er für meine Konkurrenz. Was war nicht? Hättest du jemals damit gerechnet, dass es so kommt? Niemals. Also das hat mich schon sehr enttäuscht. Also mit dem hätte ich nicht gerechnet. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und herzlich willkommen zu einem neuen Foodvlog aus Wien. Und wenn wir schon in der Bundeshauptstadt unterwegs sind, dann gibt es einen ganz klaren Pflichttermin. Ferhat Döner im 10. Bezirk. Also das ist unglaublich, was sich hier abspielt. Die Schlange geht komplett nach hinten, komplett auf die andere Straßenseite und dann noch in einer Kurve weiter. So, und für alle Leute, die hier warten, gibt es natürlich immer wieder Chai-Nachschub. Besuch aus Linz, Fabian, Medancic und Görkim sind schon angetroffen. Wir sind an. Einmal Rosen für unseren Trainer. Ferhat, zunächst einmal möchten wir dir gratulieren zu diesem unglaublichen Lokal. Also, danke. Du hast jetzt nicht nur den besten Döner der Welt, sondern auch das schönste Lokal oder das schönste Donnerlokal der Welt, oder? Sehr lieb von dir, danke. Danke. Aber Ferhat, eigentlich wolltest du diese Schlange draußen verhindern. Du hast zu klein gebaut, oder? Ja, ich habe wirklich zu klein gebaut. Ich habe jetzt gehofft, dass die Leute schnell wie möglich es bekommen. Wir haben jetzt mehrere Spieße. Aber ja, wir werden immer besser und schneller. Wie viel mehr Leute kommen jetzt pro Tag seit dem neuen Lokal? Weil sonst gibt es es ja gar nicht. Also die Zahlen möchte ich nicht sagen, aber schon. Ja. Schon. Also ich bin dankbar, dass die Leute kommen. Sehr viele sind Stammkunden. Das ist das Allerwichtigste. Heute ist wirklich Vollbetrieb. Bis jetzt ist 1, 2, 3. Drei und den vierten Spieße. Machen wir auch demnächst. Den vierten machen wir auch demnächst, ja. Ferhat, wenn dein Döner jetzt mit 180 Gramm Fleisch 9,90 Euro kosten würde, wäre das ein fairer Preis aus deiner Sicht? Es ist so, du hast ja vorher gesagt, alle machen mir nach, ja? Ich bin sehr populär und es kommen sehr viele Menschen überall, von überall außerhalb Österreichs. Wenn ich jetzt eine... Wie soll ich sagen, wenn ich das ausnützen will, würde ich teuer machen. Aber das finde ich nicht fair. Bei uns kostet 120 Gramm 5,60 Euro. Wenn ich den Döner teuer mache, machen alle anderen auch teuer. Weißt du, was ich meine? Es muss alles korrekt werden. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich habe so viele Kunden und ich verdiene schnell wie möglich Geld. Das wäre nicht korrekt. Deswegen schaue ich, dass ich wenig wie möglich das den Preis halte, ja. Obwohl ich das höchste Qualität von dem, du siehst ja. Also wenn ich ein bisschen tief schneide, dann siehst du. Es ist ja nicht so, dass wir zum ersten Mal bei dir sind. Was wir allerdings noch nicht probiert haben, was neu ist, was wir gesehen haben, Iskender. Ja. Iskender haben wir noch, es ist bei uns Iskender, ist noch nicht so 100% wie ich es haben will. Ich habe leider noch nicht viel Zeit damit verbracht. Iskender ist das nicht derzeit so weit, wie ich es gerne hätte. Aber ist trotzdem gut. Aber ich würde es noch besser machen. Was sind denn so Punkte, die du noch besser machen kannst? Weil beim Fleisch kann man ja nichts mehr besser machen. Ja, das Fleisch ist schon perfekt, aber mit dem Iskender muss ich mich noch um den Iskender kümmern. Selbst das Joghurt möchte ich perfektionieren. Aber ich komme leider nicht so, wie soll ich sagen, ich nehme mir nicht Zeit, dass ich das sage, jetzt mache ich so, ja. Dafür, für alles brauche ich leider ein bisschen mehr Zeit. Da ich dieses Döner gemacht habe, bringe ich jetzt sehr viele Gastronomen, Mitarbeiter aus der Türkei, weil sie glauben, wenn ein Mitarbeiter gut schneiden kann, würde das alles erledigt. Also viele Gastronomen glauben, die holen einen Mitarbeiter aus der Türkei und machen Schießflasche und das wird das gehen. Aber alle vergessen eine Sache. Wenn der Mitarbeiter aus der Türkei gut genug ist, er würde nicht nach Österreich kommen, sondern er würde sich in der Türkei selbstständig machen. Annel, ich muss dir was über Döner sagen. Türkei ist ein 80 Millionen Einwohner, oder über 80 Millionen Einwohner. Istanbul ist knapp ein 20 Millionen Einwohner. Und weißt du, wie viele gute Döner in Istanbul gibt? Was glaubst du? Wie viele gute Döner in Istanbul? Nur das sagst du mal. Ich sage jetzt einmal 1000. Soll ich dir sagen? 3. 3000. Nein, 3 Stück. 3 Stück? Richtig gute Döner. Richtig gute Döner. Und Istanbul ist das knapp 20 Millionen Einwohner. Das ist jetzt eine massive Aussage. Wenn du jetzt in Istanbul wärst, in einem Taxi einsteigst,
du würdest den Taxifahrer fragen, er soll dich zu den besten Döner Istanbul bringen. Es gibt jetzt drei Adressen. Intiba, Bayramoğlu, Karadeniz. Die drei sind die Nummer eins. Und obwohl in Istanbul sehr viele Dönerladen gibt, ist es fast unmöglich, zu diesen drei Top zu kommen. Also du kannst jeden Türken in Istanbul fragen, die drei sind Top. Kommt keiner rein, egal Holzkohle, Gas oder egal wie das ist. Es ist eine sehr komplizierte Sache. Ich glaube, weiß fast jeder, wie das jetzt in der Industrie Döner aussieht. Dieses ganze massive, gepresste Zeug ist das Industrie. Und das hat fast über 20 Zusatzstoffe. Über 20. Eigentlich diese Zusatzstoffe sind überall im Lebensmittel zu finden. Bei einem normalen Döner siehst du, das ist nur Fleisch und Salz. Das weiß, glaube ich, schon jeder jetzt. Die Industrie will schnell wie möglich auf Gesundheit der Menschen ihr Geld verdienen. Es ist furchtbar, was sie anbieten. Und die Menschen kaufen, weil sie Hunger haben. Weißt du, wenn du Hunger hast, du gehst essen und du hast eine Ruhe und das wird voll ausgenutzt. Und das neue Generation oder das Jugend weiß nicht einmal, was es ein normales Essen ist. Ja. Die Natur hat das für uns alles perfekt geschaffen. Aber viele Gastronomen. Schaut euch die Kruste an, ich muss einmal ganz kurz rüberschwenken, ist ein Wahnsinn. Ja. Die Kruste und drinnen ist das Fleisch trotzdem saftig, genau, fast ein bisschen Medium. Genau. Und das ist einfach einzigartig hier. Ja. Wir haben jetzt einige Videos in Linz auch gedreht. Und sehr viele wollten uns nicht filmen lassen. Überrascht dich das? Weil, ich weiß nicht, wir haben nichts zum Verstecken. Ich will im Gegenteil, dass die Menschen sehen, was wir machen. Deswegen bei uns ist das alles offen. Die Küche ist jetzt bei uns offen. Du kannst reingehen, anschauen. Das ist immer mein Ziel, dass die Leute sehen, was wir machen und was wir zubereiten, damit sie, wenn es uns nicht mehr gibt, dass die Leute wissen, was das dahinter ist, weißt du? Unsere ganze Küche basiert darauf, dass die Leute alles sehen. Also mein Ziel ist immer, uns zu verbessern, dazu lernen, noch besser machen und noch besser arbeiten. Was sind absolute No-Gos bei einem Döner? Tiefgefrorenes Fettprodukte und die Soßen, bitte. Also die Soßen sind Fett, Farbstoffe, Zucker, Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe. Die Leute müssen es verstehen, die Soßen wurden gemacht, damit die Menschen noch mehr essen. Es ist so, das beste Getränk, den wir haben, ist das Wasser, oder? Hast du jemals einen Fast-Food-Lokal erlebt, der dir das Wasserkombination mit einem Essen gibt? Nein. Die wollen noch mehr Zuckerhaltiges, noch mehr Fetthaltiges, noch mehr Salzhaltiges dir anbieten, damit du noch mehr konsumierst. Suchtfaktor einfach noch einmal auslösen. Genau, richtig, genau. Das müssen die Leute verstehen. Du löst ja auch einen gewissen Suchtfaktor aus. Aber es ist so, der Mensch, wenn er auch nicht ein super Feinschmecker ist, ja, er fühlt sich nachher bei uns gut. Weil das ist einfach das natürlichste Produkt, das es gibt. Es muss dir nicht schmecken. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Das sagen sehr viele oft zu mir, dass das nicht gewürzt ist und so. Das nehme ich alles in Kauf. Aber ich bin stolz, dass du dich nachher wolltest. Weil es ist nichts. Natur. Es ist nur die Natur. Weißt du? Und das macht das halt. Also viele Menschen merken, wenn sie es gegessen haben. Einige merken sofort, dass das was sehr gut ist. Und einige halt, die fühlen sich nachher gut. Genau, was ich bei dir immer gemerkt habe, und das ist wirklich was Einzigartiges bei dir, dass es nie schwer im Magen liegt und dass ich nie irgendwie Bauchweh habe oder dass ich müde werde. Und das habe ich bei uns, bei den normalen Dönern, sage ich mal, schon sehr oft den Fall. Weißt du warum? Bei diesen tiefgefrorenen Döner sind das so viele Zusatzstoffe, so viel, ich will gar nicht viel schlecht reden, aber ist nicht menschenwürdig, diese Zusatzstoffe. Leider. Und was ich jetzt sehr oft noch bemerkt habe, ist, das Fleisch wird schnell runtergeschnitten und dann kommen kleine Kunden und dann kommt es in so einen Kasten hinein, der was das Fleisch warm hält. Ja. Was sagst du zu dieser Methodik? Also die wollen immer ihre Arbeit einfach wie möglich machen, leicht wie möglich machen. Bei uns ist das alles wirklich Knochenarbeit. Wir machen alles
gut, wie soll ich sagen, Natur wie möglich. Alleine hier zu stehen, diese Hitze ist es enorm. Und du musst deinen Kollegen schauen, der schneidet die ganze Zeit. Das ist die große Kunst bei der ganzen Sache, dass das wirklich hauchdünn runtergeschnitten wird. Also wir haben jetzt einige Jabrakdöner probiert, wo das nicht so in Perfektion gemacht worden ist, wo das Fleisch doch sehr dick abgeschnitten worden ist. Und das ergibt einfach gleich einen komplett anderen Geschmack. Also hier vor der Seite sieht man das perfekt. Also wenn wir von hauchdünn reden, dann meinen wir wirklich hauchdünn. Und dieser Schnitt ist jetzt wirklich hauchdünn. Was macht die Konkurrenz fertig? Konkurrenz glaubt das, sie würden einfach mir endlich machen und das wird es gehen. Ja? Aber ich sage es immer, selbst in Istanbul gibt es nur drei, die sehr gut sind. Ja? Istanbul hat aber fast 20 Millionen Einwohner. Wenn man in Istanbul nicht schafft, schafft man auch hier nicht. Also deswegen mache ich mir keine Gedanken über Konkurrenz. Aber wenn Sie zum Beispiel ehrlich sind und zu mir kommen und sagen, Ferhat, hey, wie machst du das? Kannst du uns helfen? Würde ich schon helfen. Aber sie machen auf schlimme Art. Weißt du? Es kommen, fragen meine Mitarbeiter, ob meine Mitarbeiter dort arbeiten wollen. Die kommen zu meinem Kollegen, fragen alles nach. Also sie machen irgendwie nicht korrekt. Weißt du? Ich erlebe jeden Tag, es wird meinen Mitarbeiter gefragt, hey, willst du bei uns arbeiten? Weil sie glauben, so wie sie Mitarbeiter aus der Türkei bringen, glauben sie, können sie das. Sie können einfach dasselbe machen, wenn die Mitarbeiter von der Türkei kommen. Die Leute kommen, sie können meinen Mitarbeiter nehmen und dadurch, das geht aber nicht so einfach. Was? Wie viele Mitarbeiter hast du an die Konkurrenz verloren? Das Schlimmste ist mein Cousin. Und der war für mich das Wichtigste als Cousin. Alle anderen sind also nicht so wichtig gewesen, weil ich jetzt alles selber mache. Ich bin von keinem abhängig, weißt du? Da ist man dann schon sehr enttäuscht auch, oder? Ja, der war seit 40 Jahren bei mir. Und jetzt arbeitet er für meine Konkurrenz. Was? Hättest du jemals damit gerechnet, dass es so kommt? Niemals. Also das hat mich schon sehr enttäuscht. Also mit dem hätte ich nicht gerechnet. Also, wenn ich jetzt mit meinem Cousin nicht rede, wenn ich ihm nicht, also ich mag alle meine Verwandten, ja. Wenn ich meine Verwandten, egal, sobald er meine Verwandten ist, gehe ich niemals zu seinem Kongress. Niemals. Aber das ist halt, wer weiß warum. Anscheinend wollte jemand gegenüber ein Geschäft nehmen, ja. Oder wie ist das abgelaufen? Das ist der Köse, kennst du? Wir wollten gegenüber von meinem Lokal mieten, ja. Deine Schlange mitnehmen quasi dann. Ja, genau. Und die Hausverwaltung hat es mir gesagt, Ferhat, dein Konkurrenz will hier gegenüber dir das Lokal mieten. Es ist nicht korrekt. Magst du das mieten? Habe ich gesagt, aha. Eigentlich will ich kein Lokal mieten. Aber wenn ich es nicht miete, mietet das Konkurrenz. Nur aus diesem Grund habe ich das Lokal mieten müssen. Ja, es ist schlimm, weißt du, Hintergründe sind nicht so einfach. Und viele versuchen uns schlecht wie möglich darzustellen. Weil, aber das funktioniert nicht, wenn man die Leute hier sieht, wenn man die Schlange sieht. Weil ich bin der Einzige, der weiß, wie das geht. Das glaubt man gar nicht, aber wir sind meist besucht, das sogar von Touristen her. Also es kommt überall, von Kanada, USA, Zypern, überall. Also ich kann es kein... Überall, wirklich. Čuli smo za ovaj Ferhat Doner da je najbolji i u to smo se i uverili. Moj prijatelj Irfan ovdje ima jednog svog prijatelja koji ovdje živi u Beču i rekao nam ako hoćete da se baš najedete dođite u Ferhat Doner, pa tako smo ga i poslušali. Jel se isplatilo čekanje? Boga mi se isplatilo i tekako. Sarajevo je dobra hrana, ali ovo je vrh, nema dalje. Šta je sad bolje, Ferhat Doner ili ćevape u Sarajevu? Pa dobro, ne bi to baš poredio skroz onaj. Sve je dobro na svoj način. Also das ist jetzt der neue Iskender Kebab. Der Ferhat hat selber im Interview gesagt, er ist damit noch nicht hundertprozentig zufrieden, Görke. Er hat auch gesagt, dass er daran arbeitet, aber einfach die Zeit fehlt. Das ist unglaublich. Der Ansturm ist richtig nach oben gegangen, seit das neue Restaurant eröffnet hat. Der Döner, den kennen wir natürlich ohne Sauce, nur Zwiebel und Tomaten, wie es gehört. Das Brot ist dasselbe. Wir zeigen euch nachher noch einmal die Bäckerei. Und hier haben wir einen Döner-Teller. Genau so muss ein Teller sein.
oben das Brot, da ist quasi der Iskender, das neue Produkt hier beim Ferhat. Fleisch, Brot, Tomatensauce und Joghurt. Und jetzt weiß ich, dass Joghurt mischt man nicht mit Fleisch und Tomatensauce. Lassen Sie es Ihnen schmecken. Und? Besser wie beim anderen. Unvergleichbar. Also ich verstehe das, dass das Brot nicht für jeden was ist, weil es so weich ist. Mir taugt das. Also das ist eigentlich mein Fall. Ich brauche das Brot nicht anders. Aber es ist Geschmackssache. Joghurt kommt immer noch die Bissen, oder? Hast du schon das hausgemachte Eiran probiert? Ab sofort gibt es auch frisch gemachten Eiran beim Ferhat. Ich habe ihn schon mal probiert. Ich probiere ihn jetzt nochmal. Und das wirst du dann auch nochmal sagen, was da gemacht wird. Okay. Könnte da ein bisschen salziger sein. Okay. Bisschen, aber nachdem der Görki sehr salzig mag, für mich ist das heute schon ein bisschen salziger als letztes Mal. Also es war gar nicht so salzig. Ich finde es so optimal, weil ich mag das Salzige ist gar nicht so hundertprozentig meins. Aber der Geschmack ist einfach Natur pur. Natur und Heimat pur. Natur und Heimat pur, würde ich sagen. Einmal Brot, direkt das Fleisch, das der Chef persönlich hauchdünn runtergeschnitten hat. Eine Feferoni, ein bisschen Tomaten dazu. Und wir haben hier einen Perfect Bite, würde ich sagen. Und der Döner-Teller ist ein Wahnsinn. Und? Okay, die ist scharf, die Pfefferoni. Boah, bist du dabei, die ist scharf. Deswegen ist es doch nicht. Boah, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Pfefferoni ist scharf, ja. Boah. Was unglaublich ist, ist einfach der Preis. Da kann jetzt jeder in den Kommentaren sagen, was er will. Dieser Preis für den Döner-Teller, für den Iskender, für Döner, für Dürüm, für alles bei Ferhat ist einfach unschlagbar. Also diese Qualität, dieser Preis gibt es noch einmal in Österreich. Wirklich, das ist das Beste, was ich gegessen habe. Das Fleisch ist richtig gut durch, richtig gut geschnitten. Top. Superlich, türkischer. Also Champions League Niveau. Was haben wir heute alles probiert? Wir haben Döner probiert, wir haben Dürüm probiert, wir haben den Döner-Teller probiert und den neuen Iskender. Beim neuen Iskender, da tüftelt er noch ein bisschen, da tut er noch im Labor ein bisschen herum, der fährt, hat er selber gesagt. Aber trotzdem, wie man es kennt, das ist auch für mich der beste Döner, den ich je gegessen habe. Und sehr interessante Einblicke hat uns auch gegeben, der Ferhat. Bis zum nächsten Vlog und ciao. Ciao.